steht, da steht auch unsere Schule, die ESSG. Wir sind schon fast 2 Jahre hier, doch schon überall bekannt. Man sieht uns schon. Wir betrachten eine Anwendungsaufgabe zu den E-Funktionen. Und zwar lautet der Text folgendermaßen. In 2 Laboren wird der Einfluss der Umgebungstemperatur auf das Verhalten von Pflanzen untersucht. Im ersten Labor ändert sich die Temperatur gemäß der Funktion f von t gleich 6t mal e hoch 0,5 mal 2 minus t. Im zweiten Labor ändert sich die Temperatur gemäß der Formel g von t gleich 12 mal e hoch 0,5 und dann 2 minus t. Sie sehen, die Exponenten sind gleich. T ist die Zeit in Tagen, f von t und g von t sind die Temperaturen in Grad Celsius. Zu Beginn des Prozesses beträgt die Temperaturdifferenz maximal 32,1 Grad Celsius und zwar zugunsten von Labor 2. Und wenn T größer oder gleich 2 beträgt, also bei 2 Tagen, ist es jedoch in Labor 1 wärmer. Die Differenz ist am größten, wenn die Differenzfunktion D von T gleich F von T minus G von T der Maximum erreicht. Das sehen wir uns nach einer Skizze. Jetzt gehen wir hier ein bisschen rüber. Wir haben nochmal D von T gleich F von T minus G von T eingesetzt. F von T war 6T mal E hoch, 0,5 mal 2 minus T. Und G von T war 12 mal E hoch, 0,5 mal 2 minus T. Wir sehen, dass die E-Funktion hier gleich ist. Das heißt, wir können ausklammern und haben dann E hoch 0,5 mal 2 minus T mal 6t minus 12. Wir bilden die Ableitung d' von t und da muss ich die sogenannte Produktregel anwenden. Die habe ich ja nochmal hingeschrieben. U mal v gestrichen ist u' mal v plus u mal v'. Und wir würden die erste Funktion mit u von t bezeichnen, die zweite mit v von t. Jetzt gehen wir mal ein bisschen rüber. Zur anderen Seite, wir haben das hier nochmal separat aufgeführt. U gleich E hoch 0,5 mal 2 minus T. Da kann ich natürlich auch schreiben U gleich E hoch 1 minus 0,5 T. Und die Ableitung wäre dann minus 0,5 mal E hoch 1 minus 0,5 T. V, Christoph, ist 6T minus 12. Eine lineare Funktion und die Ableitung wäre v' einfach gleich 6, denn das ist eine additive Konstante und die ist immer 0 mit der Ableitung. Dann ist d' von t gleich minus 0,5 mal e hoch 1 minus 0,5t mal 6t minus 12 plus e hoch 1 minus 0,5t mal 6. Auch hier kann ich wieder die E-Funktion ausklammern. Dann erhalten wir E hoch 1 minus 0,5t und dieser Wert mit dem verknüpft liefert uns minus 3t plus 12. Kann nachgeprüft werden. Nun müssen wir die erste Ableitung gleich 0 setzen. Dann haben wir D' von t gleich 0. Das bedeutet, ausgehend von der Funktion, die habe ich gleich durch e hoch dividiert, da die e-Funktion 0 wird, dann ergibt sich minus 3t plus 12 gleich 0 und die lösen wir nach t auf. Das haben wir hier gemacht. Dann ist 3t plus 12 gleich 0, die 12 subtrahiert, liefert minus 3t gleich minus 12 und das Ganze durch minus 3 liefert t gleich 4. T gleich 4. Die maximale Differenz ergibt sich dann durch d von 4. Das bedeutet,
Wir sind wieder in die Ausgangsfunktion eingegangen. Dann haben wir 24 minus 12. Das gab 6 mal 4. Mal e hoch 0,5. 2 minus 4, das habe ich zusammengefasst, 2 minus 4 ist aber minus 2, mal 0,5 sind minus 1. Dann haben wir 12 mal e hoch minus 1, das ist aber auch 12 durch e oder 12 mal 1 durch e. Und das liefert uns einen Wert von 4,41 Grad. So, wie würde das ausschauen grafisch? Schauen wir uns auch noch ganz kurz an. Wenn ich ein Koordinatensystem hier betrachte, die senkrechte Achse gibt uns die Temperatur in Grad Celsius, die waagerechte Achse einfach nur T. Die G-Funktion hat etwa dieses Aussehen und die F-Funktion hat dieses Aussehen und unser maximaler Wert lag ja bei 4,4, also etwa hier, etwa. Ich würde sagen, Jungs, natürlich auch Mädels, bis hierher.